Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte gern so eine kleine Standortbestimmung mal machen von dem, wo wir uns heute so befinden in der evangelikalen Welt und es so ein bisschen in so einen kirchengeschichtlichen Zusammenhang stellen, soweit er mir bekannt ist. Ja. Also 1500 Jahre lang hat eigentlich die katholische Kirche, die Christenheit bestimmt. Ja. Die war auch keine homogene Kirche, sondern da gab es auch ganz, ganz viele Strömungen auch innerhalb der Kirche, der katholischen Kirche. Und dann irgendwann im 16. Jahrhundert kam dann Luther und ist durch schwere Kämpfe gegangen und hat irgendwann dieses Evangelium wieder ausgegraben, ja, von der freien Gnade. Die freie Gnade in Christus, das war für ihn ein sehr harter Kampf. Luther hat selber auch in vielem noch im Katholizismus drin gesteckt und ist da drin auch verblieben. Ich glaube, sein Abendmahlsverständnis war auch immer noch katholisch. Calvin ist da ein bisschen weitergegangen. Der hat das Abendmahl dann als Gedächtnismahl auch verstanden. Aber Luther war eigentlich jemand, der das Abendmahl noch mit Transsubstantiation, also die echte, wahrhaftige Umwandlung in Christi Leib und Blut verstanden hat. Ja. Und er hat auch noch Sakramente gesehen. Ich bin der Meinung, dass im Neuen Testament nichts mehr von heiligen Handlungen oder heiligen Orten geschrieben ist. Ja. Es gibt keine heiligen Gegenstände, keine heiligen Bereiche, keine heiligen Orte oder keine heiligen Menschen. Ja. Heilige Menschen gibt es in Christus, ja, aber es gibt keinen Klerus in dem Sinn, sondern es gibt ein allgemeines Priestertum und das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, da denken wir an Christus. Ja. So schreibt Paulus ja im 1. Korintherbrief. Ja. Und Luther hat diese freie Gnade dann wieder entdeckt und hat die gepredigt. Und das hat natürlich für heftigen Widerstand auch gesorgt von der katholischen Seite, ja. Weil man gesagt hat von den Katholiken, man kann nicht einfach so gerecht werden vor Gott. Man muss wallfahren, man muss fasten, man muss die Heiligen anbeten, man muss Maria verehren, man muss dem Papst gehorsam sein. Ja? Man darf dem Papst nicht einfach abtrünnig werden. Man kann nicht einfach hergehen und die Bibel einfach so lesen. Ja? Jetzt dieser Mönch in Thüringen, da der übersetzt die Bibel ins Deutsche und sagt, er hätte dem Volk aufs Maul geschaut und will, dass alle die Bibel lesen. Luther war da sehr modern, ja, der hat ja den Buchdruck auch dann genutzt, ja, der Gott sei Dank zu der Zeit dann auch von Gutenberg erfunden worden ist und der natürlich für eine große Verbreitung vom Evangelium dann auch gesorgt hat. Und in ganz Europa ist diese freie Gnade aufgesogen worden von den Christen, ja, weil die unter dieser Gesetzlichkeit, in die die katholische Kirche da abgedriftet ist, und unter diesen ganzen Vorschriften, die man beachten musste und den ganzen äußeren Dingen so geächtzt und gestöhnt haben, dass die so erfrischt waren durch dieses Evangelium, ja, dass Christus für uns gestorben ist, dass der Glaube allein genügt, um vor Gott gerecht zu werden. Da haben die sich ganz heftig gegen gewehrt. Warum haben die das gemacht? Weil die religiös waren. Die hatten eine irdische Gesinnung, die waren irdisch gesinnt, die sind im Sichtbaren verhaftet geblieben, ja, in den Hostien, in den gotischen Gewölben, in den Gewändern der Priester, in den Vorschriften der Kirche. Ein ganz irdisch gesinnter Glaube, ja, der in Zeremonien sich dann irgendwo schon erschöpft, aber das Geheimnis in Christus nicht verstanden hat und auch nicht versteht, dass der natürliche Mensch vor Gott überhaupt nicht gerecht werden kann, so sehr er sich auch anstrengt. Und wenn es auch Regeln wären, die eine Kirche erfunden hat, die man irgendwie befolgen sollte. Und wer heute aufrichtig den Glauben lebt, egal welchen Glauben er hat, ja, ob er Moslem ist oder ob er Jude ist, ob er Buddhist ist, ja, wer seinen Glauben aufrichtig lebt, der wird auch sehen in seinem Leben, dass er, egal in welcher Religion er Gesetze zu befolgen versucht, dass er sieht, dass er da scheitert dran. Ja? Und egal in welcher Religion ein Mensch wirklich aufrichtig und konsequent seinen Glauben leben will, der wird auch merken, dass eine Schale Reis vor irgendeine Statue zu stellen eigentlich nicht genügt, um vor dem Gott, der durch diese Statue irgendwie symbolisiert werden soll, gerecht zu sein. Ja, er müsste ja sagen, vielleicht müsste ich meine Reisschale größer machen. Vielleicht müsste ich Duftreis opfern, vielleicht müsste ich überhaupt größere Dinge opfern, vielleicht müsste ich Tiere opfern oder
irgendwie ihm noch mehr geben von meiner Ernte oder ja, das hat ja nach oben, nimmt das ja, hat es ja kein Ende. Und das ist in animistischen Religionen so und in allen Religionen ist das der Fall. Natürlich insbesondere auch im Christentum, wenn wir versuchen, das Gesetz zu halten, die Gebote zu halten, ja, dann werden wir auch sehen, dass wir daran scheitern. Und das sind Dinge, die man eigentlich in jeder Religion sieht, wo man eigentlich jedem Menschen, der irgendeine Art von Gottglauben hat, eigentlich sagen kann, nimmst du deine Religion dann auch ernst? Bist du konsequent? Erreichst du 100% und ist dein Gott zufrieden, wenn du nur 98 oder 95 oder 30% erreichst? Dann sagen viele unter den Christen natürlich auch, ja, Gott verlangt ja nichts Unmögliches von uns. Doch, das tut er. Ja, er verlangt von uns, dass wir heilig sind. Und er hat das Gesetz gegeben, das Gesetz des Mose gegeben, damit die Menschen wissen, was falsch ist und was richtig ist. Ja? Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst keinen Ehebruch betreiben und so weiter. Ja? Und die katholische Kirche ist ganz irdisch gesinnt gewesen und hat sich da verschiedene Regeln und einen Klerus und verschiedene heilige Orte und heilige Handlungen dann irgendwo ausgedacht, die sie den Gläubigen auferlegt hat. Und Luther hat dieses ganze Gestrüpp dann beiseite getan. Und wie gesagt, Luther war auch nicht perfekt. Ja, Luther war auch Kind seiner Zeit. Ist in vielem da auch noch irgendwo in den überlieferten Dingen festgesteckt. Aber das Evangelium Jesu, das hat er verstanden. Und das hat er formuliert wie kein anderer, ja. Ich weiß da, viele sagen auch, Luther wäre ein Spitzbube gewesen und wäre nur ins Kloster gegangen, weil er als Student irgendein Duell da irgendwo gehabt hat und dass er seinen Duellkollegen dabei getötet hätte und dass er dann ins Kloster geflohen ist und dass das eigentlich ein Spitzbube war. Ja, und dann sage ich immer, gut, ich weiß ja nicht im Detail, müsste man sich auch mal anschauen, aber eins weiß ich, dass ein Spitzbube nicht das formulieren konnte, was Luther formuliert hat, das weiß ich schon. Ja, also das kann man sehen im Neuen Testament. Dann ist dieses Evangelium von Luther natürlich immer weitergetragen worden auf die Pfarrerschaft. Und die evangelischen Pfarrer, die haben das natürlich auch studiert an den Universitäten, die haben das dann gelernt und haben das wiederholt und haben sich eingearbeitet in die Lehren von Luther und haben Luther studiert. Und damit haben sie schon den ersten Fehler gemacht, weil sie eigentlich Luther neben die Bibel gestellt haben. Und dieses Phänomen findet man immer. Ja? Die Juden stellen den Talmud neben die Bibel und die Katholiken stellen die katholische Kirche neben die Bibel und die Heiligen und die Marienverehrung. Und die Evangelischen haben Luther neben die Bibel gestellt und haben dann Luther mehr studiert, als dass sie die Bibel studiert haben. Und dann wurde diese Verkündigung von Luther, die von der freien Gnade und von der Rechtfertigung in Christus spricht und sehr warmherzig spricht, die wurde zu einer dogmatischen Lehre, die irgendwann so dogmatisch wurde, so theoretisch, so schulmäßig irgendwo vorgetragen wurde in den Kirchen, dass das für die Gläubigen sehr kühl und nicht mehr verständlich gewesen ist, weil sie das nicht mehr erreicht hat, weil diese Theologie sich so in diesen Glaubenssätzen ergangen hat und erschöpft hat, aber den Menschen in seinem Menschsein, in seinem Christsein nicht mehr erreicht hat. Also die Verkündigung ist praktisch über die Köpfe irgendwo hinweggegangen. Und dann hat man sich irgendwann, so vor 200 Jahren ungefähr, hat man sich dann dem Pietismus zugewendet. Der Pietismus, das heißt eigentlich Pieta, Frömmigkeit, persönliche Frömmigkeit. Ich und mein Jesus, ja, Jesus, der mich persönlich meint, ich und meine persönlichen Erfahrungen mit Jesus im Unterschied zu dieser unterkühlten Rechtfertigungslehre, die man aus den Schriften von Luther irgendwo abgeleitet hat. Das war vielen Menschen einfach zu kalt und zu unpersönlich. Und dann hat man sich in die persönliche Frömmigkeit, in die Pietà geflüchtet oder bewegt, ja, und daraus ist der Pietismus gekommen. Piet Kong sagt man auch dazu im Schwäbischen, ja, der Piet Kong. Und der Pietismus hat dann eher auf die Emotionen gesetzt, auf das Gefühl, auf das Erleben, die persönliche Frömmigkeit und das persönliche Erleben mit meinem Jesus, ja, und da gab es ganz viele unterschiedliche Strömungen auch zu, die man da gehabt hat, Herrnhuter Brüder und so, die
haben dann so eine Bluttheologie entwickelt. Die haben, glaube ich, auch ihr Gemeindehaus, da haben sie dann vorne die Haupteingangstüre zugemacht und haben dann einen Nebeneingang durch die Wand durchgebrochen und sind immer durch diesen Nebeneingang dann in ihr Kirchlein reingegangen, weil sie sagen, das ist wie die geöffnete Seite Jesu, ja, auf Golgatha, so gehen wir durch diese Seite rein und ganz seltsame Lieder geschrieben. Das war eine ganz finstere Zeit, ja, wo, so wie ich gehört habe, viele Leute auch versucht haben, die Literatur da einfach wegzukaufen vom Markt, weil das eine ganz, ganz finstere Phase war dort. Die haben sich heute dann auch wieder irgendwo gefangen, ja, aber das hat es halt alles gegeben, so ganz schwärmerische Richtungen, ja. Und daraus ist letzten Endes dann auch die Charismatik gekommen, die Pfingstkirche, ja, und später die Charismatik. Der Geist Gottes kommt auf mich, Geist Gottes erfüllt mich, mir wird ganz warm ums Herz. Ich kann in Zungen reden, ich warte auf Wunder, auf Heilungen. Und das ist plötzlich alles wieder im Sichtbaren. Das hat sich dann vielfach von der Botschaft der Bibel entfernt und geht vom natürlichen Menschen aus und meint auch den natürlichen Menschen. Und eigentlich beschäftigen sich dann diese Predigten mit dem Wandel des Menschen und nicht mehr mit der Stellung in Christus. Diese Stellung in Christus, das ist etwas, was das Evangelium uns sagt, was man nur im Wort Gottes finden kann. Der Wandel aber, so wie der Mensch wandeln soll, so wie der Mensch sich verhalten soll, wie seine Lebensführung ist, ja, wen er heiraten soll, welchen Beruf er ergreift, welche Krankheit er hat, welche Nöte er im Leben hat, wie Jesus da hilft, dass Jesus bewahrt und all diese Dinge, das ist plötzlich Thema geworden und irgendwann dann auch alleiniges Thema. Und man hat diese Stellung des Menschen vor Gott, diese vertikale Beziehung, die hat man ganz außer Acht gelassen. Sondern man hat sich, und stattdessen hat man sich eigentlich nur noch mit dem Wandel beschäftigt. Ja? Wie soll der Christ leben? Wie soll er sich verhalten? Und dann sucht man natürlich im Neuen Testament und findet da nicht so sehr viel. Und dann wendet man sich natürlich den Geboten irgendwo auch wieder hilfsweise zu. Und man hat das Gebot Christi, das hat man irgendwie, das ist in Vergessenheit geraten. Das Gebot des Geistes, das Gebot der Freiheit, wie Jakobus sagt, ja, das ist ganz in den Hintergrund getreten. Und heute, wenn ihr Predigten hört, auch im Internet, dann ist oft der irdische Mensch, der Sinn sucht, der irdische Mensch, der einsam ist, ja, der die Gemeinschaft Jesu braucht, der krank ist, der die Heilung braucht, der ohne Sinn ist, ja, der sinnerfülltes Leben sucht, den versucht man in der Verkündigung zu erreichen. Warum? Weil das die Gemeinden füllt. Weil viele Menschen, viele unbekehrte Menschen, ja, dann in diese Verkündigung kommen und dort die Befriedigung oder die Beantwortung ihrer Nöte und ihrer Fragen bekommt. Und die kommen dann natürlich auch wieder und die spenden auch und damit wird eine Gemeinde natürlich auch groß. Während das Evangelium der freien Gnade und das Evangelium, wo es nicht um Sinnsuche oder Krankheit oder Einsamkeit geht, sondern wo es um Sünde geht, dass der Mensch schuldig ist und Vergebung braucht, das stößt den modernen Menschen ab. Und dann kommt ja niemand in die Gemeinde und dann glauben die Pastoren, sie hätten dann ein Problem, ja, und auch viele Gläubige, ja, weil sie sich dann so isoliert fühlen. Aber dieses Evangelium der Sünde, das Evangelium der Rechtfertigung für den Sünder, ja, muss man sagen, das muss unbedingt gepredigt werden. Aber das ist immer noch ein Ärgernis. Die Menschen ärgern sich darüber, ja. Den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit, schreibt Paulus. Oder heute müsste man eigentlich sagen, den Gesetzesmenschen ein Ärgernis und den Griechen, den Philosophen eine Dummheit. Ja, das ist dumm. Wieso sollte der Mensch sündig sein? Ja? Wo gibt es denn sowas? Der Mensch ist einsam, der Mensch ist krank, der Mensch ist schwach, der braucht Hilfe, ja. Der braucht die Gemeinschaft Gottes, die Fürsorge Gottes. Und dann geht er fröhlich gestriegelt dann wieder nach Hause und glaubt, er hätte das Evangelium gehört. Aber das ist nicht so. Und durch diesen Pietismus, der sich in der evangelikalen Welt dann irgendwann auch heimisch gemacht hat, ist dadurch natürlich auch der Boden irgendwo bereitet worden für diese Erlebnistheologie. Ja? Du musst wiedergeboren werden, du musst, was biblisch ist, gar keine Frage, ja. Aber die Konsequenzen daraus sind, wie man diesen Begriff füllt, ist vollkommen anders geworden.
Du musst in Zungen reden können. Der Geist Gottes muss auf dich kommen. Ich muss dir die Hände auflegen. Du sollst dies nicht tun und das nicht tun und jenes darfst du tun, aber nur in bestimmter Art und Weise. Und du musst eine bestimmte Bibelübersetzung lesen. Und wenn du eine andere Bibelübersetzung liest, dann bist du nicht richtig. Ja? Und all diese ganzen Themen, die da irgendwo aufkommen. Und in dem Zusammenhang gab es auch mal eine ganz interessante Aussage von einem Bruder, die ich hier gelesen habe. Der hat so einen Rundbrief, der Hahnenschrei. Das war, fand ich ganz, ganz interessant und wichtig auch für mich. Der hat gesagt, das Glaubensbekenntnis der Landeskirchen, der Amtskirchen, das ist eigentlich keine Beschränkung des Glaubens auf ein bestimmtes Terrain, sondern das Glaubensbekenntnis definiert das, was der Christ glauben muss, um als Christ zu gelten und um in den Himmel zu kommen. Der muss das glauben, was im Glaubensbekenntnis steht. Ja? Und auch da kann man strittig sein. Ja? Es geht nur um das Prinzip, was dahinter da steht. Ja? Weil im Glaubensbekenntnis auch steht, ich glaube an die heilige Kirche. Ja, da sagen viele, ich glaube da nicht an die Kirche, ich glaube an Jesus Christus. Das ist nun halt mal da so formuliert. Aber es geht eigentlich um den Sinn und wie man das verwendet auch. Ja? Dieses Glaubensbekenntnis ermöglicht dann aber, dass alle Themen, die außerhalb vom Glaubensbekenntnis sind, vielleicht die Eschatologie, also Lehre über die Endzeit oder andere Themen, dass da Freiheit ist, dass es da unterschiedliche Überzeugungen gibt, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt zu. Und das ist schon was Gutes, ja, weil man dann definiert hat und festgelegt hat, was man glauben soll, was man bekennen soll. Und da kann man sich ein Stück weit auch dran messen. Aber andere Themen sind einfach dann auch frei. Und da ist, obwohl der Bruder oder die Schwester dann eine andere Überzeugung hat, ist er trotzdem Bruder und Schwester für mich. Ja? Das ist das, was das Glaubensbekenntnis uns ermöglicht. Ja, das fand ich toll, dass das in diesem Rundbrief, in diesem Hahnenschrei, Simon Poppe ist es, glaube ich, hoffe ich, sage das nicht falsch. Ja? Das fand ich ganz wertvoll für mich. Als dann irgendwann die Brüdergemeinden aufgekommen sind, der Dabismus aus England, die haben dann irgendwann gesagt, nee, das ganze Wort ist inspiriert und die christliche Lehre bezieht sich auf die ganze Bibel und auch Fragen der Entrückung, Zeitpunkt der Entrückung und andere eschatologische Sachen, die müssen alle dogmatisch ganz sauber abgeklopft sein. Und wenn die das nicht sind, dann bist du ein Irrlehrer. Ja? Während die Landeskirchen sagen, Irrlehrer bist du nur dann, wenn du nicht das bekennst, was im Glaubensbekenntnis steht. Und alles, was darüber hinaus formuliert wird, das ist frei und da mag Gott uns eine andere Erkenntnis vielleicht schenken. Aber diese Freiheit, die darf man da haben. Und da darf man auch drüber sich austauschen, ja. Und selbst wenn der Austausch dann so ausgeht, dass der eine die eine Sichtweise behält und der andere halt die andere dann hat, dann sind sie trotzdem Christen, sind sie trotzdem Brüder und Schwestern, ja. Das finde ich schon was Gutes. Auf der anderen Seite ist aber dadurch, dass man jetzt gesagt hat, nee, die ganze Bibel ist inspiriert und deswegen muss hier alles dogmatisch so sein, wie wir das sagen, hat man plötzlich wieder so eine kleine katholische Kirche mit Dogmen. Und das finde ich spannend und traurig gleichzeitig, ja, dass man sich diese Freiheit dann nicht mehr gönnt, sondern dass man auf jeden einzelnen Satz verpflichtet und einer beschimpft den anderen da als ihr Lehrer. Und das erinnert mich fast, wie Paulus im Galaterbrief schreibt, wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr euch nicht verzehrt dabei, dass ihr euch nicht gegenseitig ganz auffresst. Ja? Das schreibt er eigentlich im Galaterbrief. Und das gilt heute eigentlich auch. Und das ist für mich so ein bisschen eine Standortbestimmung. Wo sind wir denn heute? Wo befinden wir uns denn heute? Was ist denn heute unser Thema? Ja? Die Erfahrung, die ich mache in dem Moment, wo es um Gesetz und Gnade geht, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ja? Ich beschäftige mich ja ganz viel mit Eschatologie und Endzeit und Prophetie und Antichrist im Alten Testament und Wiedergeburt im Alten Testament und Golgatha im Alten Testament. Ja? Und ich mag das Alte Testament sehr, weil ich glaube, dass man damit beweisen kann, dass das Neue Testament richtig ist und dass unser Glaube stimmt. Ja? Das ist ja was Wichtiges und was Schönes für einen Christen auch da, das zu sehen. Und ich glaube, es ist auch wichtig und gut, gerade in so Zeiten wie heute, zu verstehen, was auf die Gemeinde Jesu zukommt. Was ist mit Israel etc. Ja? Aber die Gemeinde Jesu, die ist halt heute wieder irdisch gesinnt. Ja? Die hat diese geistliche Perspektive des Gesetzes Christi, hat die aus dem Blick verloren. Und diese irdische Gesinnung,
die bei den Galatern dazu geführt hat, dass sie das Gesetz wiederhalten wollten und sich beschneiden wollten, weil sie nicht verstanden haben, dass der Buchstabe im Alten Testament das nicht meint, sondern dass der von der Beschneidung des Herzens spricht, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Diese irdische Gesinnung, die hat man heute auch wieder und die hat dann kirchengeschichtlich auch dazu geführt, dass man irgendwann in die Charismatik wieder abgedriftet ist, ja. Und dort diese Phänomene der Heilung und all diese Dinge irgendwie und Visionen, ja, und sichtbare Dinge irgendwie wieder sich wünscht, ja. Und es so eine Art neutestamentlicher Esoterik dann irgendwo wird. Was ich jetzt im Moment meine zu sehen, ist diese ganze Thematik mit Israel, dieser Israel-Hype. Denn weil die Gemeinde irdisch gesinnt ist und sich mit Yom Kippur und den israelischen Festen besser auskennt als mit der Rechtfertigung in Christus, ist eigentlich seit der Gründung des Staates Israel so ein Israel-Hype irgendwo auch aufgetreten. Ja, fast jede Kirchengemeinde macht so einen Israel-Sonntag und vielfach sieht man dann die israelische Flagge auf der Kanzel hängen und irgendwo neben dem Kreuz steht auch noch so ein siebenarmiger Leuchter irgendwo, findet man ganz, ganz häufig. Habe ich prinzipiell auch gar nichts gegen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, dass je weiter die Dinge fortschreiten, desto mehr rückt Israel in den Fokus statt die Gemeinde Jesu. Und das geht so weit, dass man heute sagt, Israel ist Gottes Volk. Da habe ich ja, glaube ich, schon mal ein Video drüber gemacht, ja, und auch immer wieder in letzter Zeit ganz oft mit Geschwistern auch drüber gesprochen, dass Israel heute, dass Gott heute keine Nation hat. Gott hat eine Nicht-Nation, hat er sich zum Volk berufen, das ist die Gemeinde Jesu. Und Petrus sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir Gottes Volk sind, ja, die ihr vorher nicht ein Volk wart, ja, die ihr vorher nicht in Gnaden wart, jetzt aber Gottes Volk seid und jetzt in Gnaden seid. Das schreibt Petrus. Aber Petrus schreibt das an die Christen, nicht an Israel. Aber jetzt ersetzt man plötzlich die Gemeinde Jesu durch Israel und sagt, Israel ist ganz schlimm verfolgt worden immer. Ja, das stimmt seit 2000 Jahren. Das hat auch seinen Grund, weil Israel seinen Messias verworfen hat. Aber die grauslige Verfolgung, die wir eigentlich haben, die betrifft nicht den Staat Israel, sondern die betrifft die Gemeinde Jesu. Denn die wird verfolgt, weil sie an Jesus glaubt. Über 360 Millionen Christen sind konkret bedroht weltweit. Und sie sind bedroht, weil sie den gleichen Glauben haben wie wir. Und erstaunlicherweise findet man in den Gemeinden da kaum eine Äußerung zu. Aber über Israel findet man ganz viel. Israel, der Staat Israel besteht im Wesentlichen von Menschen im Norden Israels, die von Gott überhaupt gar nichts wissen und wissen wollen. Und im Süden von Menschen, die Jesus ablehnen, weil sie Juden sind und weil sie keine Christen sind. Ja? Wie kann das sein, dass man dieses politische Konstrukt als Volk Gottes bezeichnet? Das hat sich so eingeschlichen in die Christenheit und weil die Christenheit irdisch gesinnt ist, ist das ein weiteres Phänomen, von dem ich glaube, dass man sehen kann, dass man eigentlich die neutestamentliche Sichtweise da verloren hat, die nämlich sagt, dass Israel beiseite gesetzt ist und heute nicht Gottes Volk ist. Warum nicht? Weil Israel ja wieder angenommen werden muss. Ja, Römer 11. Also wenn Israel nicht angenommen ist, dann ist Israel auch beiseite gesetzt. Dann kann Israel auch nicht Gottes Volk sein. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Das ist eine sehr diffizile Sache, weil man Römer 11 auch genau lesen und auch im Zusammenhang lesen muss und verstehen muss. Paulus sagt in Römer 11, Vers 1, hat Gott sein Volk verworfen, das sei ferne. Ja, und er sagt da, hat Gott sein Volk immer und für alle Zeit und grundsätzlich zu 100% verworfen. Da sagt er, nein, Gott hat sein Volk nicht zu 100% verworfen, sondern nur zu 95%, sage ich mal etwas verkürzt. Ja. Er sagt, ich bin ja auch Jude und bin zum Glauben an Jesus gekommen. Also Gott hat sein Volk nicht 100% verworfen. Aber den Großteil schon. Ja. Da schreibt er, beuge ihren Rücken alle Zeit und verblende sie, mach sie blind. Ja. Und er zitiert da ganz, ganz oft alttestamentliche Gerichtspassagen aus den Propheten über Israel. Ja. Er sagt, natürlich ist ein Überrest aus Israel auch zum Glauben gekommen an Jesus, aber der Rest ist verstockt. Und dann fragt er auch in Vers 1, hat Gott sein Volk denn für immer und für alle Zeit verworfen und verstoßen? Nein, das sei ferne, sagt er. Israel wird wieder angenommen werden. Aber wenn Israel wieder angenommen werden wird, dann ist Israel jetzt verworfen, ja, und beiseite gesetzt und ist nicht Gottes Volk.
Denn wer den Sohn nicht hat, hat auch den Vater nicht. Aber das haben die Christen irgendwie vollkommen ausgeblendet. Aber Paulus sagt, was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Also wenn sie angenommen werden müssen wieder, dann sind sie jetzt nicht angenommen. Warum nicht? Na, weil sie nicht an Jesus glauben. Wenn wir aber sagen, Israel wäre Gottes Volk als Christen, dann bezeichnen wir eine Nation als Gottes Volk, die Jesus verwirft. Sind wir uns im Klaren, was das bedeutet? Damit verraten wir ja Jesus. Und damit ersetzen wir ja die Gemeinde Jesu gegen ein irdisches Volk Israel. Und darüber sind sich viele überhaupt nicht bewusst. Denn wenn Israel Gottes Volk wäre, dann sind wir alle nicht erlöst. Wenn Israel Gottes Volk wäre, dann würde noch der alte Bund gelten. Und der ist beendet worden. Wenn Israel Gottes Volk wäre, müssten wir auch in diesen alten Bund eintreten, müssten wir uns alle beschneiden lassen, müssten wir alle nach Jerusalem und dort im Tempel opfern, einen Tempel, den es nicht mehr gibt. Über diese Konsequenzen sind sich viele Christen überhaupt nicht klar, wenn sie sagen, Israel ist Gottes Volk. Und das muss man in Ruhe und ergebnisoffen einfach an der Bibel sich anschauen, ja? Vor allem am Neuen Testament. Wie kann es also sein, dass die Evangelikalen sagen, Israel wäre Gottes Volk? Wenn Israel Gottes Volk wäre, dann müsste es auch das Volk Jesu Christi sein. Warum? Naja, weil Jesus Christus Gott ist. Ja, das heißt also, da wird ein Großteil des Neuen Testaments beiseite gewischt und damit wird auch Golgatha beiseite gewischt. Ja, im Hebräerbrief steht, Hebräer 7, Vers 12, wo das Priestertum sich geändert hat, da muss sich auch das Gesetz ändern. Da muss sich das Gesetz vom aaronitisch-levitischen Priestertum in das Gesetz Jesu Christi ändern. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Das ist das, was die Gemeinde tun soll. Und das Priestertum von Aaron und Levi, das existiert überhaupt nicht mehr. Und das kommt auch nie mehr. Warum denn? Weil Jesus Christus hoher Priester ist. Das haben die Evangelikalen wohl weithin vergessen. Wenn man sie direkt fragt, werden sie das natürlich niemals so zugeben. Ja, die werden immer sagen, nee, natürlich ist Jesus unser hoher Priester. Nach der Weise Melchisedeks, ja. Ja, genau, ein ewiger hoher Priester. Und weil das Priestertum Jesu Christi ewig ist, deswegen kommt auch das aaronitisch-levitische Priestertum nicht mehr. Es wird nicht mehr kommen. Das Priestertum Jesu Christi bleibt. Gut, sagen aber viele, ja gut, aber Israel ist jetzt ja doch auch Gottes Volk. Gott hat in Jeremia ja auch gesagt, also ich bleibe mit euch im Bund und der Bund wird ewig dauern. Ja, wenn Sommer und Winter nicht mehr da sind, ja, und die Sonne nicht mehr auf und unter geht, dann wird der Bund beendet werden. Aber ich bleibe bei euch und bin euch treu. Das sagt Gott in Jeremia, das stimmt. Aber der Bund war ein zweiseitiger Bund. Gott wäre bei seinem Volk geblieben, weil er ein treuer Gott ist. Aber als Israel den Bund gebrochen hat, als sie seinen Sohn töten, da verwirft Gott sie auch und beginnt einen neuen Bund, ein neues Testament. Deswegen haben unsere Bibeln ja zwei Teile, Altes Testament und Neues Testament. Alter Bund und Neuer Bund. Und der alte Bund ist alt und überjahrt und nahe bei seinem Ende, schreibt der Hebräerbrief, ja. Der alte Bund ist beendet worden und wird auch nicht mehr kommen. Aber wenn es den alten Bund nicht mehr gibt, sondern nur den neuen Bund, wenn es das Priestertum von Aaron und Levi nicht mehr gibt, sondern nur noch das Priestertum Jesu Christi, dann gibt es auch kein Judentum mehr. Dann gibt es auch kein Volk Gottes dort im Nahen Osten. Dann ist das einzige Volk Gottes das Volk Jesu Christi, die Gemeinde Jesu. Und da ist der einzige Weg zu Gott über Jesus Christus, weil er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Also ist auch das Opfern von irgendwelchen Opfern in irgendeinem Tempel oder die Beschneidung nicht mehr nütze, ja, weil das von einem Bund ausgehen würde, der überhaupt nicht mehr existiert. Und das sind alles so Themen, wo ich sage, also da staune ich drüber, dass das heute möglich ist in der evangelikalen Welt. Man will ja kein Ersatztheologe sein, ja, weil Luther und auch die katholische Kirche, die haben ja gesagt, Israel kommt nicht mehr, das ist falsch, Israel wird wiederkommen, Gott wird sein Volk wieder annehmen, steht in Römer 11. Ja. Was wird ihre Annahme anderes sein als Leben aus den Toten? Wiedergeburt, oder? Und die Evangelikalen beeilen sich immer, diese Ersatztheologie abzulehnen und zu sagen, um Himmels Willen, wir sind ja keine Ersatztheologen. Aber eigentlich ersetzen sie die Gemeinde Jesu gegen Israel und sagen, Israel ist Gottes Volk. Und manche sagen auch, ja gut, aber Israel ist ja Gottes Augapfel. Habe ich auch immer wieder gehört, auch in Kommentaren. Ja, Israel ist Gottes Augapfel. Ja, sage ich, das schreibt Sacharja.
als Prophet der Wiederherstellung, nachdem ein Teil Israels, nämlich nur Juda, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkommt und Buße getan hat und umkehrt und wieder ins Land kommt. Und da sagt Gott zu Israel, dass sie sein Augapfel sind. Aber zwischen dieser Äußerung und zwischen dieser Situation des Gottesvolkes im alten Bund, und da war Israel Gottes Volk, ja, und heute liegt die Kreuzigung Jesu Christi. Und Paulus sagt, die haben unseren Herrn Jesus Christus getötet und gefallen Gott und Menschen nicht. Und es wird ganz ausgeblendet. So als ob diese Aussage von vor 2500 Jahren pauschal für Israel gilt. Für immer. Egal, was sie tun. Und das ist nicht so. Als sie sagen über Jesus, er hat einen Dämon, er ist böse, ja, und ihn kreuzigen, da brechen sie die geistliche Ehe mit Gott. Und da scheidet sich Gott von ihnen und geht in einen neuen Bund. Und zwar mit der Gemeinde Jesu. Und das ist so ein bisschen die Standortbestimmung, die ich meine zu sehen heute in der Zeit, ausgehend mal so von Luther, ja, und wo ich sage, bei Luther hat es nochmal so eine geistliche Rückbesinnung gegeben auf das Evangelium, ja, und auf die Rechtfertigung in Christus. Was dann aber auch irgendwann einfach zu so einer kalten Scholastik geworden ist, so eine kalte Lehre, die dann zum geführt hat, in dem dann wieder die persönliche Jesus-Beziehung wichtig wurde. Ihr hört es auch ganz offen, ja, in Beziehung mit Jesus kommen, das ist ein klassisch pietistischer Ausdruck. Und diese persönliche Glaubenserfahrung hat dann natürlich, weil die immer wieder gepredigt wurde, du musst Jesus erleben, du musst Jesus erleben, du musst was mit Jesus erleben, ja, irgendwas musst du mit Jesus erleben, dann ist irgendwann diese Pfingstbewegung gekommen, der Geist Gottes kommt auf dich, jetzt habe ich was erlebt. Und jetzt kann ich auch noch in Zungen reden, jetzt bin ich doch endlich in dem. Und viele, viele wissen das und verstehen das auch nicht und sind da auch Gutgläubigen, kommen in diese Dinge rein, ja. Wo ich glaube, dass die Zungenrede aufgehört hat. Und das, was wir heute als Zungenrede präsentiert bekommen, nicht die biblische Zungenrede ist, ja. Da habe ich aber auch viele Videos drüber gemacht, will ich jetzt so nicht drauf eingehen. Aber diese kalte Scholastik aus der Reformation hat dann irgendwie zu so einer Gegenbewegung geführt. Das Pendel ist dann ganz in die andere Richtung ausgeschlagen, wurde dann zum Pietismus und wurde dann zur Erlebnistheologie. Und heute ist es dann so, dass die Christenheit so weit irdisch gesinnt ist, weil hier geht es dann mehr oder weniger um ein erfülltes Leben, ja, mit Jesus, ich und mein Glaube. Und irgendwann hat man sich so weit vom Neuen Testament dann entfernt, weil nur noch diese Erlebnistheologie auch gepredigt worden ist, dass man die Bibel nicht mehr kennt. Und dann kommt irgendwann der Staat Israel, dann sind alle darauf, haben sich darauf fokussiert. Es ist auch interessant, ja, man hat natürlich ganz tolle Bilder, man hat diese ganzen archäologischen Artefakte, die man dort findet. Man hat den Tempelberg, man hat Jerusalem, man hat das Meer, man hat das Tote Meer, man hat die ganzen Orte, wo Jesus gelebt hat und gehandelt hat und gewirkt hat. Und man hat natürlich die ganzen Ortschaften aus dem Alten Testament. Das ist was für den Menschen, der im Sichtbaren ist, dieser Mensch, der im Sichtbaren, im Irdischen verhaftet ist, der hat in der katholischen Kirche hatte den Weihrauch bekommen und die Hostie und die gotischen Gewölbe und die Gesänge und den Klang der Orgel, ja, all diese Dinge. Der irdische Mensch heute, der freut sich an den Bildern von Israel und diesen archäologischen Ausgrabungen. Und dann hat sich irgendwann dann da reingeschlichen, dass Israel Gottes Volk ist. Ja. Dieses Thema ist groß und es ist noch viel mehr. Ich habe da nur so einen kleinen Ausschnitt, kann ich davon zeigen. Aber heute, glaube ich, ist die Christenheit wieder in diese irdische Gesinnung abgerutscht. Was ich empfehlen würde, wäre, dass wir neu zum Wort Gottes zurückgehen und dass wir eine gesunde Balance finden. Ja, dass wir uns nicht nur in geistlicher Rechtfertigung ergehen und das praktische Leben vollkommen ausblenden, das geht nicht, ja, weil der Glaube des Wiedergeborenen, der hat immer Auswirkungen auf seinen Alltag, in der Ehe, im Beruf, im Miteinander, im menschlichen Miteinander, ja, wenn sich das da nicht widerspiegelt, dann habe ich gar kein großes Interesse, mit solchen Leuten über Daniel oder über die Offenbarung zu sprechen oder über Eschatologie. Bei solchen Leuten glaube ich, dass es wichtig ist, dass sie erstmal lernen müssen, wie ihr Glaube in ihrem persönlichen Leben aussieht. Ja? Das muss ich da ja irgendwo niederschlagen. Und wenn einer kein guter Familienvater ist, wieso soll ich mich mit dem über Daniel 9 unterhalten? Da würde ich sagen, räum erstmal deine Familie auf. Ja? Das ist das Erste, was dich angeht. Und wenn das gut und klar ist, dann können wir auch über die anderen Themen sprechen.
Aber so wäre da meine Sichtweise. Der Glaube an Jesus Christus, das Wissen um die Rechtfertigung, die Kenntnis von der freien Gnade in der Rechtfertigung vor Gott, hat Auswirkungen im Alltag. Ja, so wie Luther sagt dazu, eine Kerze gibt nicht nur Licht, gibt auch immer Wärme. Und so hat der Glaube an Christus und an die geistlichen Wahrheiten der Bibel immer eine Auswirkung im Alltag. Ja, wenn er die nicht hat, dann stimmt da was nicht. Ja. Und da, glaube ich, ist gut, dass man sich dann nochmal bekehrt, wenn man so ein Leben führt und sein Leben ordnet und aufräumt. Ja. Paulus sagt auch, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Ja. Das sind alles so Sachen, die unser ganz normales Alltagsleben angehen. Und da ist auch wichtig, dass wir da ein gutes Zeugnis abgeben. Und dass wir da nicht in Wolkenkuckucksheim schweben mit irgendwelchen Theologien, ja, oder Theorien, sondern dass das im Alltag sich auch widerspiegelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen glaube ich, dass wir zum Wort Gottes zurück müssen, dass wir uns mit diesen biblischen Wahrheiten beschäftigen sollen und auch müssen, weil die Rechtfertigung in Christus, die entlastet die Seele von diesem ganzen frommen Gestrüpp, was ich manchmal da so auf uns legen will, ja, weil von dieser ganzen neutestamentlichen Gesetzlichkeit, da entlastet diese Lehre vom neuen Menschen in Christus, der nach Gott geschaffen ist, der gut ist vor Gott, der gerecht vor Gott ist, im Gegensatz zu dem alten Menschen, der erklärt die Spannungen, die manchmal in einem Glaubensleben einfach sind, in einem Menschen, ja, der sagt, ich will ja, aber ich schaffe es nicht, was ist denn los mit mir, ja? Und diese Dinge werden alle erklärt, ja, dass das nichts Ungewöhnliches ist im Glaubensleben. Deswegen müssen wir, glaube ich, zum Wort Gottes zurück. Wir müssen die Israel-Frage auch anschauen, weil ich glaube, dass Israel und speziell noch eher Jerusalem, wie sagt man so schön, der Zeiger an der Weltenuhr ist, ja? Ich glaube, dass man an Israel einiges sehen kann. Die Gründung des Staates Israel finde ich auch ein Fanal für die Endzeit. Ja? Viele sagen, das ist ein Rothschild-Gebilde. Da sage ich, ja, das ist so. Ja, das kann man sehen an der Balfour-Erklärung. Da war Lord Rothschild drin. Die Rothschilds haben da unten ganz, ganz viel Geld reingesteckt in den Staat. Manches eigenes Geld oder auch Geld anderer Leute. Aber letzten Endes führt Gott das so, wie er will. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Endzeitreden Jesu nur in Erfüllung gehen können, wenn ein Staat Israel wieder existiert und wenn eine Stadt Jerusalem wieder besiedelt ist. Ja, das kann man sehen in Matthäus 24. Also ist das so zugleich Menschenwerk und auch Gottes Werk. Und da würde ich sagen, gut, da hat Gott den Menschen und wahrscheinlich den Rothschilds einfach das Herz gelenkt. Ja? Und deswegen glaube ich, dass man die Israel-Frage auch beachten muss und auch anschauen muss und mit der Bibel auch überprüfen darf und darin auch forschen darf. Was mir nicht gefällt, ist, wenn man diese biblischen Themen behandelt und über die alt ausgetretenen Pfade hinausgeht, dass man dann direkt wieder dieser Irrlehre da bezichtigt wird. Ja, das finde ich also schon heftig. Und da müssen natürlich die das dann auch tun, so ein bisschen mal in sich gehen und mal überlegen, ob das alles dann auch immer so angemessen ist, was man da macht. Ja. Aber manche machen das trotzdem gut, dann ist es halt so. Ja. Man kann da auch nicht jeden mitnehmen in den Themen. Und der eine liegt auch dem anderen und der andere liegt dem einen halt wieder nicht. Ja. Das sind dann manchmal ganz persönliche Vor- oder Ablieben oder Gegenlieben, die man da hat. Oder Abneigungen, ja, das ist halt auch menschlich, ja. Und das war zur Zeit von Paulus auch so. Aber das Evangelium war immer schon umstritten. Und ich freue mich drüber, über das, was wir so über die Eschatologie finden können, was wir in Daniel finden können, was wir in der Offenbarung finden können und wie vieles man im Alten Testament findet, ja. Und ich habe jetzt natürlich auch gezeigt, im Alten Testament findet man die Heilsgeschichte. Man findet das, die ganze Heilsgeschichte, wenn die Bundeslade von den Philistern gestohlen wird und dann wieder zurückkommt nach Israel. Da ist die ganze Heilsgeschichte drin. Das ist 1. Samuel 6, 4, 5, 6, ja. Kapitel 7 zum Teil noch. Man findet die ganze Heilsgeschichte in Jesaja 52 bis Jesaja 59 im Alten Testament. Man findet die gesamte Heilsgeschichte mit dem Geheimnis der Gemeinde in Sprüche 30, ja, mit dieser 3-1-Struktur. Und viele, viele andere Dinge sind im Alten Testament vorhanden. Man findet natürlich dort auch Golgatha, auch an ganz unerwarteten Stellen. Ja. Und ich zeige das ja, und das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar für viele, dass man das im Alten Testament finden kann. Und darüber hinaus findet man noch mehr im Alten Testament. Man findet auch die Wiedergeburt im Alten Testament, aber natürlich, aber als Bild. Ja, man findet das im Bild, in Allegorien und Typologien, ja, genauso wie man Golgatha in Allegorien und Typologien findet. Und
ich glaube, dass wenn man diese Dinge predigt und die jetzt nicht unmittelbar im Neuen Testament formuliert sind, dann trifft man natürlich da auf Widerstand. Da gibt es immer wieder Leute, die dagegen irgendwo argumentieren. Und das ist auch okay, ja. Das hat es immer wieder gegeben. Das ist natürlich die Frage, wie weit man da gehen will mit seiner Gegenargumentation oder ob man nicht vielleicht einfach mal sagt, hör doch mal zu, hör doch mal hin. Denk doch mal darüber nach. Ist das Irrlehre oder ist das Golgatha bei Simson? Ja, wenn Simson dieses Stadttor dann da rausreißt und in Hebron auf den Berg stellt, ja, dann ist es ja ein Bild für Golgatha. Da trägt ja einer Holz auf einen Berg und das geöffnete Stadttor steht auf dem Berg. Und man kann durch dieses Stadttor den Himmel sehen. Ja, so sieht man den Himmel, wenn man nach Golgatha sieht. Das sind wunderschöne Bilder und Typologien und ich freue mich da einfach drüber. Aber es ist so, dass diese Simson-Geschichte, wenn man die predigt, im Neuen Testament nicht vorhanden ist. Die wird nirgendwo im Neuen Testament genannt. Wenn ich die in Gottesdiensten gepredigt habe, dann waren immer alle ganz froh und haben sich gefreut. Ach guck mal, da ist ja Jesus im Alten Testament. Ja, Simson ist ein Bild auf Jesus. Ja, ist er. Aber die Dogmatiker, die Gesetzler, die kommen dann und sagen, das darfst du so nicht predigen. Sag ich, warum? Er steht nicht im Neuen Testament. Ah, sag ich, okay. Für mich gibt das Neue Testament uns eine Anleitung, wie wir das Alte Testament verstehen sollen. Und dann dürfen wir uns damit auf die Suche machen im Alten Testament und finden ganz, ganz viele. Wir finden auch die Auferstehung Jesu im Alten Testament. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Ja? Also wenn einer vom Aussatz gereinigt werden soll, dann sollte man eine Taube schlachten in ein irdenes Gefäß über frischem Wasser und die andere Taube, die sollte man dann zusammen mit Ysop und Holz und weißer Wolle in dieses Blut der geopferten Taube dann hineintauchen und damit dann den Aussätzigen besprengen und dann sollte diese blutige Taube in den Himmel hinauffliegen. Ja, das ist die Auferstehung Christi, der für unsere Sünden gestorben ist. Steht auch nicht im Neuen Testament. Kann man aber relativ schnell verstehen. Dann kommen die Gesetzler und sagen, das darfst du so nicht auslegen. Ja, du musst da ganz eng am Wort bleiben. Das war bei Luther auch so, als sie diese kalte lutherische Dogmatik hatten. Ja, dann, das muss alles am Wort, muss das und Welt ja am Neuen Testament. Ja, gut, sage ich, okay. Aber es gibt halt diese vielen Bilder im Alten Testament. Und die gibt es für die Kreuzigung Jesu, die gibt es für die Auferstehung Jesu, die gibt es für Golgatha, die gibt es für die Heilsgeschichte, die gibt es für die Wiedergeburt, die gibt es für den Antichristen und den falschen Propheten, die gibt es für die ganzen Opfervorschriften. Alles das ist im Alten Testament vorhanden, ja. Und deswegen glaube ich, dass das ein großer Schatz ist, den man in der Bibel haben darf. Ja? Aber Jesus sagt auch, werft die Perlen nicht vor die Säue, denn die Säue drehen sich rum und zerreißen euch. Ja? Und das erlebt man auch. Ja? Die Perlen sind für die Gotteskinder und nicht für die draußen, weil die das nicht verstehen können. Warum nicht? Weil sie eine Torheit ist und ein Ärgernis, weil sie Griechen und Juden gleichzeitig sind. Das ist das. Und dass die Christenheit heute so desorientiert ist, und Gottes Volk irgendwie nicht mehr identifizieren kann und seinen Herrn Jesus Christus dabei verliert und auf der anderen Seite sich gegen alle möglichen Dinge irgendwie wehrt und das direkt als Irrlehre brandmarkt, das verwundert mich schon. Und da denke ich mir, das sind eigentlich auch ein Zeitzeichen, ja, neben diesem ganzen Irrsinn, den wir hier erleben. Aber Jesus kommt und irgendwann kommt die Apokalypse. Irgendwann kommt die Hüllenwegnahme. Dann deckt Jesus das alles auf. Dann wird das alles offenbar. Dann wird man das alles sehen können. Und dann urteilt er zum Schluss über diese ganzen Dinge. Und das wird eine schöne Sache werden. Ja, dann werden viele Märtyrer, die ihr Leben gelassen haben, in Nordkorea, in China und überall auf der Welt, ja, in Russland, unter dem Kommunismus und auch viele im Kapitalismus, dann wird das alles offenbar werden. Und dann wird Christus das gut machen. Und das alles urteilen. Böcke und Schafe und Lämmer wird er dann trennen. Das wird etwas Großes werden. Und wenn man weiß, dass das kommt, dann müssen wir vorsichtig wandeln und wir müssen gut und vorsichtig miteinander umgehen. Denn das kann sein, dass uns das auf die Füße fällt. Ja. Gut, also das war so von meiner Seite mal so die grobe Einordnung, so in so einem ganz groben Wurf, so grob von der Reformation bis heute und der heutigen Situation, in der wir sind. Ich weiß von vielen Geschwistern, die sich auch viel mit diesen ganzen Informationen im Internet da beschäftigen und da muss ich sagen, ich beschäftige mich auch damit, ja, aber ich mache auch schon mal eine Pause. Und ich glaube, dass viele Menschen irgendwann
so ermüdet und ermattet sind von den vielen, vielen Informationen, die auf sie einstürmen und die sie ungefiltert und unkontrolliert in sich reinstopfen, als ob man im Schlaraffenland jede Süßigkeit in sich reinstopft, dass die irgendwann Bauchweh kriegen davon, Magenverstimmung. Ja, die werden psychisch, irgendwann sind die komplett durch. Und davor muss man sich hüten. Da ist gut, man macht das Ding mal aus, ja, und schaut in seine Bibel, liest den Psalm, beschäftigt sich mit Gottes Wort und füllt sich mit den Gedanken Gottes als Gegengift gegen das, was uns die ganze Zeit da präsentiert wird. Ja? Die ganze Angstmache, die da ständig unterwegs ist. Und manches ist beängstigend, ja, das ist so. Jesus sagt aber, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Fürchtet euch nicht, das muss zuerst so geschehen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus. Fürchtet euch nicht. Ja? Also das ist wichtig für uns. Und das wünsche ich euch von Herzen. Fürchtet euch nicht, bleibt nüchtern, bleibt am Wort Gottes. Freut euch über die Rechtfertigung in Christus, aber vergesst euer konkretes Leben dabei nicht. Bleibt mit beiden Füßen auf dem Boden und mit dem Herzen im Himmel bei Jesus. Ja? Und ich glaube, das ist eine gute Balance, die wir da haben können in der Bibel. Und dann glaube ich, dann werden wir auch ankommen, weil Jesus uns zieht. Ja? Dazu euch viel Segen, viel Kraft und viel Glaubensmut. Ja? Und alles Gute, euch Gottes Segen und bis bald.